also Bewusstsein für Lernen entwickeln, dass Lernen eine Pein ist und eine Notwendigkeit, dann wird es schwer. Und in Game-Based Learning kann man über das Game den Fokus auf andere Dinge lenken und das Lernen kommt automatisch. Herzlich willkommen bei uns von der Fachhochschule St. Pölten. Game-Based Learning ist die Antwort auf ganz, ganz viele offene Fragen in der Hochschullehre. Für mich geht es darum, dass ich Lernziele erreichen will. Und das ist das A und O. Wie ich das erreiche, ist eigentlich egal. Aber meine Erfahrung ist, spielerisch zu lernen, ist einfach das, was vielen Menschen liegt. Ja. Urtolle Sachen, wenn man es da überlegt, zum Beispiel einen Playground. Ja, total logisch, weil es ja definitiv darum geht, nicht nur gescheit über Game-Based Learning zu reden, sondern es schlicht und einfach zu tun. Darum haben wir in unserem großen Festsaal diesmal keinen Vortragsraum, sondern viele Stationen, wo man spielen kann. Für Studierende eröffnet sich die Möglichkeit, Lehre tatsächlich mitzugestalten. Der Lerninhalt wird nicht mehr vermittelt, sondern den brauchen sie dafür, dass sie die Kompetenzen erhalten, um das Game zu bewältigen. Ich muss nichts annehmen, was mir jemand frontal sagt, sondern ich kann mir meine eigene Meinung bilden aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Alle Games, die wir machen, sollten einfach einen Realitätsbezug haben in der Welt, in der wir leben. Es ist ein sehr, sehr gutes Lernmedium, aber ich muss es entsprechend einsetzen und ich muss wissen, wie ich es einsetze. Ich kann nicht ein Lernspiel nehmen und sozusagen damit einen schlechten Unterricht zu einem guten Unterricht gestalten. Da braucht es Leute, die auch wissen, wie man eben Lernspiele oder spielerisches Lernen entsprechend einsetzt. Virtual Reality, so dass ich mich wegdrifte in eine andere Welt und dann die Brille abnehme und plötzlich bin ich da und sehe meinen Alltag wieder, kann zu sehr großer Frustration führen. Virtual Reality, diese Zusammenführung von digitaler Welt und realer Welt, hat doch einige interessante Entwicklungen vollzogen. Die Frage ist, warum wir der Technologie einen derartigen Stellenwert zuräumen. Technologie kann unglaublich hilfreich sein, aber im Endeffekt ist es nur ein Mittel zum Zweck. Man kann toll Informationen aufarbeiten technisch, man kann Wikis parallel laufen lassen. Wir setzen eigentlich ganz bewusst auf nicht-technische Kontexte, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die Technik überlagert so viele Sachen. Wir spielen sehr gern analog. Das ist ein Klassiker in der Hochschullehre, dass man oft sagt, mit großen Gruppen kannst du nichts interaktiv machen. Sie kennen sicherlich aus ganz vielen Veranstaltungen, Sie stehen vorne als Dozent, stellen eine Frage ins Gremium, es passiert einfach nichts. Ja, sobald Sie aber es schaffen, kleine Gruppen zu bilden, fangen die Leute an zu reden und zu diskutieren. Und da halt einfach exemplarisch was auszuprobieren, dass es doch geht, ich glaube, das hat einen Wert für uns alle. Was ganz wichtig ist, es gibt ein Schlagwort zu diesem Kartenspiel, das nennt sich Frame Game. Sie lernen jetzt heute eine Variante kennen, was man mit diesem Frame Game machen kann. Sortieren Sie sich nach den Symbolen, die rechts auf der Karte sind. Die sind hier im Raum verteilt. Gehen Sie in die Gruppen wieder zusammen, die Sie dort vorfinden und diskutieren dann die Frage, was sind Ihre Erfahrungen mit Game-Based Learning als Seminarleiter? Die Idee ist einfach, die Interaktion zu ermöglichen. Das Frame heißt, diese Karten sind eigentlich nur der Rahmen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit als Dozent, diesen Rahmen zu füllen mit was Sie wollen. Mit Inhalten, mit Strukturen, mit Themen, was Sie eben in Ihrer Vorlesung thematisieren wollen, wo Sie sagen, ich will nicht immer nur frontal, sondern ich möchte, dass die Studierenden oder die Teilnehmer in Interaktion gehen. Es ist einfach eine methodische Herangehensweise, mit der ich Wissen nicht nur vermitteln kann, sondern vielmehr noch gemeinsam erschaffen, weiterentwickeln kann. Spiele sind eigentlich relativ schlecht geeignet, um Inhalte zu transportieren. Sie sind ausgesprochen gut geeignet, um Kompetenzen aufzubauen. Das freut mich sehr, dass also, nachdem ich aus St. Pöltener bin, dass also in einer Institution der Heimatstadt eben derartige Qualität geliefert wird. Das ist sehr, sehr spannend.